Herzlich willkommen bei Schwagers Barbecue. Moin. Leute, wir haben Pastrami gemacht. Und das ist ein Projekt, was ein paar Wochen dauert, ein paar Zutaten benötigt, aber Leute, es lohnt sich auf alle Fälle. Viel Spaß beim Zuschauen. So Leute, kommen wir zu der Pökelmischung. Um das Maximum aus den Gewürzen rauszuholen, werden wir ein paar von den Gewürzen für die Trückenmischung, Pökelmischung, in der Pfanne anbraten. Und da haben wir hier zum einen bunten Pfeffer, Senfsaat, und hier vorne haben wir Fenchel und Koriander. Die genauen Mengenangaben, die stellen wir euch unten in die Infobox zusammen, aus Kilo gerechnet. Das ist eine Mischung, die wir beide jetzt für uns empfunden haben und für gut befunden haben. Und die kommen jetzt einfach in die heiße Pfanne. Komplett rein. Einmal, zweimal, dreimal. Und das Ganze ohne Öl einfach nur in die heiße Pfanne geben. Und jetzt warten wir ab, bis das Ganze quasi anfängt zu knacken. Das hört man richtig. Die Senfkörner, die platzen auf, die Pfefferkörner platzen auf, die ätherischen Öle fangen an zu arbeiten. Das ist für uns der Zeitpunkt, um die ganze Sache von der Hitze wegzunehmen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns am Mixer wieder. Leute, das hat ungefähr 2-3 Minuten gedauert. Die Herdplatte war auf voller höchster Stufe. Und ich hoffe, das Mikrofon fängt das ein. Das ist dieses Geräusch, was wir ja hören wollten, dieses leichte Knacken. Ihr seht, hier vorne ist richtig Bewegung im Spiel. Und mehr Hitze braucht das Ganze auch nicht. Wir machen jetzt hier vorne aus. Und Leute, es riecht unglaublich schön. Der Koriander kommt durch, Fenchelsaat. Also es macht richtig Laune. Jetzt nehmen wir das Ganze runter von der Hitze, lassen das Ganze schön abkühlen und dann geht's weiter. So, die Gewürze sind bereits kalt. Und die kommen jetzt einfach in einen Mixer, werden klein geschreddert und danach kommen weitere Zutaten und dann sind wir auch soweit fürs Fleisch. So, die Gewürze sind jetzt klein, die haben wir aber nicht völlig zu Staub klein gemacht, so dass das noch ein bisschen, ja, dass man noch einigermaßen erkennen kann, was es ist. Dazu kommt jetzt unser Nitritpökelsalz. Wie immer, die Angaben dazu findet ihr in der Infobox. So. Dann Knoblauch und Zwiebelpulver kommen mit dazu. Und Kokosblütenzucker. Kokosblütenzucker hat eine sehr, sehr malzige Note. So, das Ganze wird vermischt. Dann bereiten wir das Fleisch vor und tragen es auf. So Leute, unsere Rinderbrust haben wir jetzt pariert. Dieses herrliche Stück Fleisch ist wunderbar fettmarmoriert. Wird eine tolle Saftigkeit abgeben. Haben wir übrigens von Click & Grill bestellt. Wie immer eine vorzügliche Ware. Und das ganze Teil kommt jetzt hier vorne in die Edelstahlschale vom freundlichen Schweden. Und hier kommt unsere irre duftende Gewürzmischung. Also das ist, ja, muss man einfach mal gemacht haben. Das ist richtig, richtig genial. Und wir haben jetzt hier kein Öl. Das Fleisch ist saftig genug und feucht genug und da tragen wir das einfach von allen Seiten grob auf. Macht es ruhig nach und nach und arbeitet das Ganze dann richtig ordentlich ein, drückt es ein, massiert es ein, dass es überall hinkommt im Fleisch. Oh. Ich möchte mich ja nicht wiederholen, aber einfach nur herrliches Aroma. Richtig, richtig gut. So, damit das hier nicht zu lang wird, das Video, das Ganze machen wir jetzt von allen Seiten. Links, rechts, oben, unten. So Leute, unsere Rinderbrust ist fertig eingepökelt, hat Platz genommen im Vakuum und jetzt wandert sie in den Kühlschrank. Wir haben an der dicksten Stelle ungefähr 3-4 cm Fleisch und pro Zentimeter braucht die Pökelmasse einen Tag, um durchzuziehen. Das heißt, wir gehen sicher und das ganze Teil kommt 5 Tage ins Kühlfach. Kurz nur ein Tipp, wenn ihr es pro Tag einmal dreht, hat die Pökelmasse Zeit, gleichmäßiger durchzuziehen. Das heißt, morgens einmal drehen, abends von der Arbeit kommen, nochmal drehen und in 5 Tagen sehen wir uns wieder. Moin Leute, willkommen zurück. Es sind 9 Tage mittlerweile vergangen, seitdem wir unsere Rinderbrust in die Pökelmasse eingelegt haben. Warum 9 Tage? Ja, es ist immer wieder was dazwischen gekommen und dementsprechend sind es jetzt effektiv 9 Tage gewesen, die Rinderbrust im Vakuum verbracht hat. Aber das tut dem Ganzen überhaupt keinen Abbruch. Und als nächstes, nachdem wir die Rinderbrust aus dem Vakuum genommen haben, haben wir alle Pökelmasse in irgendeiner Weise in unterkaltem Wasser abgewaschen. Und wenn hier und da mal ein Pfefferkorn übrig bleibt,
mein J, ist nicht schlimm. Nachdem wir es gründlich abgespült haben, kommt das Ganze für 30, 45, 60 Minuten in eine Wasserschale. Und das hat den Grund, damit einfach die Salzkonzentration, die jetzt in dieser Rinderbrust relativ hoch ist, einigermaßen sich ausgleicht, wird das Ganze noch gewässert. Nach 30 Minuten kann man das Wasser einmal tauschen. Und hiernach wird die Rinderbrust abgetupft und dann kommt der eigentliche Rub drauf. Die genauen Mengenangaben stehen unten in der Infobox und wird richtig schön von allen Seiten dick mit diesem Rub eingerubbt, massiert auch an einigen Stellen. Achtet bei dem Rub drauf, dass die Pfefferkörner und die Koriandersaat nicht zu fein gemörsert sind, sodass man eine gewisse Stückigkeit hat. Das macht nachher auf der Zunge einfach Spaß, bitzelt schön und jetzt ist die Rinderbrust fertig für den Rauch und die dicke Molly wartet schon. Die heizen wir jetzt mal gemeinsam an. So, unsere Molly ist gestartet. Das Feuer brennt schon fröhlich vor sich hin. Und solange das ganze Feuer noch nicht hundertprozentig sauber abbrennt, lassen wir die Hauptkammer komplett offen. Hat den Vorteil, dass einfach dieser ganze eventuelle Ruß sich nicht in der Garkammer niederlegt und dann irgendwann abblättert. So lassen wir das Ganze jetzt erstmal schön 15, 20 Minuten runterbrennen, dass wir ein gesundes Glutbett haben. Und zu einem späteren Zeitpunkt werden wir dann so eine Mischung aus Buchenholz und Apfelholz benutzen, um einfach ein schön derbes, fruchtiges Aroma an unsere gepökelte Rinderbrust zu bekommen. 20 Minuten später haben wir ein sauber brennendes Feuer und das Glutnest bildet sich aus. Das brauchen wir später, um peu à peu Holzstücke nachlegen zu können. Unsere Molly qualmt fröhlich. Ja, ich hoffe, man erkennt das. Das ist ein wunderbar hellbläulicher Rauch, ganz durchsichtig. Mehr als das sollte es auf gar keinen Fall werden. Gesetzt im Fall, dass er dunkler wird oder weißer wird, müsste ich nochmal gucken, ob das Feuer sauber abbrennt, gegebenenfalls die Asche abschlagen. Das werden wir euch aber in einem separaten Video alles mal zeigen, wie man mit so einem schönen Grill oder Smoker umgeht. Jetzt ist für uns auf jeden Fall der Zeitpunkt gekommen, um unsere gepökelte Rinderbrust aufzulegen. Wir fahren jetzt ungefähr 90, 95 Grad. Das ist noch nicht die Zieltemperatur, die wir erreichen wollen. Wir streben ungefähr 115 bis 125 Grad an. Das macht aber nichts, denn der Rauch hat jetzt noch nicht diese volle Hitze erreicht und kann wunderbar in das Fleisch eindringen. Und die Rinderbrust wird jetzt noch verkabelt, damit wir die angestrebte Kerntemperatur erreichen von ungefähr 68, 69, 70 Grad. Mal gucken, wo wir rauskommen. Und wir zeigen euch jetzt noch ein paar Impressionen und dann sehen wir uns beim fertigen Ergebnis wieder. So, man kommt von der Arbeit zum Schwager und da ist ein fantastisches Aroma im Garten, so richtig nach Buchen und Apfelholz und das ist schon schön. Und nach 3 Stunden insgesamt, mittlerweile bei 105, 110 Grad, sieht das gute Ding so aus hier. Schau mal her. So, jetzt wollen wir natürlich auch das Thermometer mal kurz reinhalten und mal kicken, wie das hier so im hinteren Bereich ist, da wo es dick ist. Wie weit wir da angekommen sind, da gucken wir bei 65 Grad, geht mal ein bisschen höher. So, 66 Grad und steigend, also 66,2 ist er geblieben. Das heißt, sagen wir mal, gute 20 Minuten hier auf dem Smoker noch und dann kommt das gute Ding runter. So, nochmal nachgemessen und geprüft, sind wir jetzt bei 70 Grad Kerntemperatur angekommen. An manchen Stellen wird das etwas schon wärmer, bei 72 und so weiter. Und damit das nicht zu trocken wird, machen wir jetzt Feierabend. Wir holen das Ding raus, lassen es abkühlen, vakuumieren es ein. Und dann müssen wir wirklich sehr, sehr tapfer sein. Wir müssen das Ding wirklich 5 bis 7 Tage mindestens im Vakuum lassen, damit das alles richtig schön seine Aromen und Geschmack entfalten kann. Und dann sehen wir uns wieder. So, 2,5 Wochen sind vergangen. Wir waren wirklich richtig tapfer und haben länger als 5 oder 7 Tage ausgehalten. Das war vorher angesetzt.
Wir haben das Ding jetzt aus dem Beutel rausgeholt und das Aroma ist wirklich fantastisch. Man riecht einfach die ganzen Gewürze, man riecht das Rind förmlich und den Rauch hundertprozentig. Und wir freuen uns darauf, das jetzt endlich anschneiden zu dürfen. So, wie gesagt, ich wiederhole mich wahrscheinlich, aber die Vorfreude ist wirklich sehr, sehr hoch, weil es hat ja auch etwas länger gedauert, bis das ganze Ding hier wirklich nun fertig liegt. Aber genug gesabbelt. Wir möchten jetzt hier einigermaßen, haben wir das Gefühl, dass die Fasern so lang verlaufen, so Längsrillen sind die entstanden und hier vom Point noch ein bisschen eher so verlaufend. Also schneiden wir wahrscheinlich eher so lang, damit das quer zu Faser geschnitten ist und damit das gut zu essen ist. Wir machen jetzt den Schnitt. Es ist fest und ich bin gespannt. Wow. Lord. Sagenhaft. Schau dir das mal an hier. Ist das Junge, cool. Junge, 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 Junge. Oh, da ist noch richtig Spiel drin. Wow, etwas saftig da drin. Wow. Ich bin wirklich gespannt. Wir schneiden noch eine Trille runter. Es ist absolut, absolut sagenhaft. Guck dir das an. Also die Struktur gefällt sehr, sehr gut. Es lässt sich prima reißen. Es ist etwas dicker geschnitten, weil es mit dem Messer geschnitten ist. Wir schneiden es später mit Maschine, hauchdünn in Tranchen. Ich muss mich zurückhalten, also bevor ich das in den Mund schmeiße. Komm rum, Sui. So, voller Euphorie geht das jetzt los. Wir haben noch eine Trille runtergeschnitten, falls wir jetzt hier völlig ausrasten sollten. Nicht lang Schlag, mein Lieber. Ja. Prost. Prost. Boah. Hammer. Ey, da passiert so viel im Mund. Die Gewürze kommen durch. Sagenhaft. Koriander hat eine leicht pikante Schärfe, die es mitbringt. Das Raucharoma ist dezent. Es ist da. Ja. Es übertüncht nicht, das Rindfleisch kommt durch. Also das ist, ich bin total zufrieden damit, mit dem Ergebnis. Mir fehlen gerade die Worte. Ja. Also ich bin absolut zufrieden. Man müsste jetzt das noch etwas dünner schneiden, als ich das jetzt gerade mit dem Messer schnell geschnitten habe. Aber dafür haben wir die Maschinen. Sagenhaft. Ja, man glaubt es kaum, aber es ist noch richtig saftig. Und sofern man das dünn schneidet, hat man ein dermaßen mürbes Ergebnis, was ja im Mund zergeht. Und ja, Leute, wir sprechen eine ganz, ganz klare Nachmachempfehlung aus. Diese 3 Wochen, 3,5, 4 Wochen insgesamt mit Einlegen hier und da und dann warten, räuchern und das lohnt sich absolut. Ich wollte gerade sagen, es braucht seine Zeit, aber gut Ding braucht seine Zeit. Ne? Macht das bloß nach. Es ist sagenhaft lecker, so ein wunderschönes Stück Fleisch zu veredeln. Hundertprozentig. Also, sollte euch das Video gefallen haben, dann zeigt das mit dem Daumen nach oben, kommentiert unser Video und abonniert unseren Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.